So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Jetzt werden wir uns nochmal diesen Fettsack schnappen, der unseren Vater umgebracht hat. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Du wirst mit Nachlagen, Vito. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment. So, wechseln wir mal die Waffe. Danke, dass du dich genau in meine Feuerlinie stellst. So, einer weniger. Es gibt sie natürlich für heute aus. Okay, wir werden ein bisschen weiter nach vorgehen, weil ich glaube von da treffen wir nicht wirklich was. Das gibt's da nicht! So, Nummer 1. Wir mal unsere Waffen nachladen. Ups. Na gut. Nehmen uns die Waffe da mit. Und dann kümmern wir uns um den Papalado. Mach den größten Fehler deines Lebens. Mach ich das. Geh bitte! 5000 Leute gegen einen, das ist doch zum. Entschuldigung, zum Scheißen. Die Chancen stehen 50-50. Nein, das kann ich alles nochmal machen, Alter. Sind. Okay, kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn, Jungs! Kavalier, Schatten! Oder Zito! Wir geben dir Deckung! Du wirst genauso enden wie dein Alter! Kotzt mich so an, Alter. Ich kann es nicht. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an. Stirb! Na! So. So, wir schauen, dass wir das ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Weil. Den Part kennen wir ja schon. Trotzdem sollte ich schauen, dass ich nicht nochmal drauf gehe. Ja, da liegt der Thompson, den nehmen wir mit. Komm, zeig deine Fresse. Stirb endlich. Okay, probieren wir es noch einmal. Also es kann sein, dass ich jetzt ein paar Mal öfter sterbe, weil das ist halt eine beschissene Stelle. Aber ich probiere es jetzt mal auf der anderen Seite, vielleicht.
Vito. Du machst den größten Fehler deines Lebens. Das gibt's ja nicht, Alter. Dem schießt das nächste Nähe in die Fresse und der stirbt einfach nicht. Das geht nicht. Die Chancen stehen 50-50. Ja, zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Ja. Du. Okay, langsam kotze ich. Ja, dann steh nicht in meiner Schusslinie, du drauf. Auf wen ballerst du? Da ist niemand. Okay, wie machen wir das? Kann ich mein Auto reinfahren? Nein. Probieren wir es halt noch einmal. Was glaubst du, Vito? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Ich bin jetzt erwischt. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Okay, der steht wahrscheinlich unten. Affe fällt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Ist der jetzt endlich tot? Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. So, da sind noch immer welche rot anzeigt. Also entweder stehen die draußen. Na, endlich haben wir die Mission geschafft. Ich glaub's ja nicht. Also, zweimal bin ich da noch nie gestorben. Oh, da liegt ja was. Seine Altersvorsorge, die man nicht nehmen kann. So, okay, das war's. Jetzt haben wir's. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Und alles geht wieder in seinen normalen Gang. Ich find's lustig. Okay, zweimal sind wir gestorben. Was soll's? Allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Verdiene 27.500 für Bruno. Wir haben 25.900. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr nicht ganz 2.000. Das können wir jetzt auf verschiedene Arten schaffen oder bekommen das Geld. Wir können Läden ausrauben. Zum Beispiel den Gunshop. Hat aber auch den Nachteil, wenn man den Gunshop ausräumt, dass der Inhaber, dass der auf jeden Fall eine Waffe hat. Okay, und ich bin gerade an Scheiß dran. Aber man kann auch auf andere Weise Geld verdienen. Und zwar am Schrottplatz, wie man gesehen hat, für jedes Auto kriegt man Geld. Und das machen wir jetzt auch. Bis wir die Kohle zusammen haben, das dauert eh nicht lang. Es werden wahrscheinlich 2 oder 3 Autos sein. Der Presse ist es auch egal, wie das Auto ausschaut. Nun gut.
Da sieht man, was für ein falscher Hund dieser Derek war. Ups. Die fahren ja was zusammen, das ist ja unglaublich. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich zu Bruski kommen. Okay, der führt mich über die vordere Autobahn jetzt auch noch. Okay, das könnte jetzt eine längere, etwas längere Folge werden, weil ich habe eigentlich vor, in dieser Folge das Kapitel abzuschließen und dann das Kapitel 15 in einer eigenen Folge abzuwickeln. Aber gehen wir mit dem Besuch. Danke, sehr freundlich. So, dann 1 400 Dollar kriegt man für den Grübel gerade noch. Also ich glaube, da müssen wir doch noch ein paar mehr Autos verschrotten. Ich fahre jetzt eine Runde, damit da wieder ein Auto spawnt. Wenn ich den jetzt verschrotte, dann muss ich eine Runde zu Fuß gehen. Und auf zu Fuß gehen habe ich irgendwie gar keinen Bock. Für den 100, dieses Gespür. Beweg dich, Vito. Hier, gib bitte, spawn doch mal ein anderes Auto. Ist ja mühsam. Und noch eine Runde, weil es so schön ist. So, für den gehen wir wieder 400, das heißt, ich muss noch zwei Autos verschrotten holen nach dem. Wir wollen auch ein bisschen Taschengeld haben, oder? Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig, da jetzt im Kreis fahren und immer das Auto
verschrotten. Endlich spawnt ein anderer. Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht nochmal draufgehen, nur weil ich einen Waffenladen überfall. Wir sind schon zweimal gestorben in der Folge, das reicht. So, einmal geht's noch. Wenigstens ein schnelleres Auto. Für den auch mehr. Schauen wir mal. Aber die sind alle so weich gefedert, das ist ein Wahnsinn. So ist der offen. Den verschrotte ich jetzt noch. Und dann hoffen wir, dass jetzt ein anderes Auto spawnt, damit ich ein Geschwür möchte ich nicht fahren. Vielleicht nicht abbiegen sollen, oder? Bitte lasst jetzt ein anderes Auto da stehen. Oder auch nicht. Okay, der ist zugesperrt. Okay, wenn ich mir jetzt aber recht entsinne, dann kommt da in diesem Kapitel doch noch einiges. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann doch in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss!